Zu den Waffen! Der Blutkiefer! Da! Fangt ihn! Schnell! Wir sind bald da. Mein Versteck ist gleich dahinter. Still und leise. Endlich. Das ist mein Versteck. Hier sind wir in Sicherheit. Niemand hier will von der Miliz geschnappt werden. Das ist Fox. Sie hat ihre Augen und Ohren überall. Und das ist sehr praktisch. Das ist Lanzenkopf, ein Künstler. Du solltest mit ihm sprechen. Nur du und dein Messer werden auf der anderen Seite nicht reichen. Das dort in der Ecke ist der Letzte. Er ist der Letzte seines Stammes. Ziemlich hart, wenn du mich fragst. Ihr habt einiges gemeinsam. Du solltest ihn in deinen Freundeskreis aufnehmen. Das da oben ist Monkey. Er ist der Boss hier. Wir begrüßen ihn, damit er dich kennenlernt. Hey, noch am Leben, Mistkerl? Aber sicher. Akai, das ist Monkey, Anführer der Schwarzen Hand. Anführer? Du siehst gut aus, Kumpel. Du könntest einiges schaffen bei der Schwarzen Hand. Es gibt bereits einige von deiner Art hier, die sehr beeindruckend sind. Aber ein Blutkiefer? Wenn du jemals ein Söldner werden willst, bist du mehr als willkommen. Bis dahin schmeiß dein Zeug irgendwo hin. Du bist unter Freunden. In Sicherheit. Etwas Neues, Monkey? Wir sind im Auge des Sturms, mein Junge.
und der hat es in sich. Du weißt, sie sind hinter dir her und diese Fanatiker sind im Rausch. Sie haben sogar die Bruderschaft des fetten Gant vor 2 Stunden angegriffen. Alle tot. Das ist nicht gut. Fetter Gant hat mir Geld geschuldet. Nun, ich denke, wir bleiben hier ein wenig, bis das vorbei ist. Du bist der Führer. Der Goblin hat recht, deine Geschäfte müssen warten. Sarkis wird dich um einen Gefallen bitten, bevor er dich rüberbringt. Er wird es nicht tun, weil er dich süß findet. Aber Djahel erwähnt eine Karawane. Warum können wir nicht dort mit? Die Karawane sitzt auf der anderen Seite der Mauer fest. Mit der Inquisition hier und der Ausgangssperre ist nichts wie vorher. Wir haben keine Wahl. Wir müssen unsere Pläne ändern. Da es keine Karawane mehr gibt, was schlägst du vor? Wie ich schon sagte, wir gehen zu Sarkis, damit er uns unter die Mauer bringt. Wir werden ihm dafür einen Gefallen tun und fertig. Wir finden die Karawane auf der anderen Seite. Ihm einen Gefallen tun? Was bedeutet das? Nichts ist umsonst. Dies ist das Gebiet der Menschen, den Quasan. Vergiss das nicht. Und Sarkis ist nicht der beste Vertreter seiner Art. Also gib ihm sein Gold und das war's. Ich bezweifle, dass er daran interessiert ist. Er hat nicht jeden Tag einen Blutkiefer zur Verfügung. Er wird uns wohl bitten, jemanden umzuhauen oder einen Konkurrenten auszuschalten. Nichts Kompliziertes. Genau, wir besorgen uns, was wir brauchen, und sobald wir bereit sind, gehen wir zu Fuchs, damit sie uns rausführt. Hi. Willkommen, Blutkiefer. Bitte nimm dieses Geschenk an. Sieh es als Beitrag zu der Mission, die dich hierher gebracht hat. Wofür ist das? Es liegt etwas in der Luft, sonst wärst du nicht hier. Und wenn du so ausgerüstet bleibst, kommst du nicht weit. Ich kann dir zumindest diesen Kram geben. Den Rest kannst du dir natürlich kaufen, aber für das richtig gute Zeug musst du kämpfen. Welchem Stamm gehörst du an? Wie bist du in diesem Loch gelandet? Ich gehörte zum Stamm der Ascheländer. Eines Tages wurde ich von den Quasern gefangen, als ich unterwegs und allein war. Sie wollten mich zur Mauer bringen. Sie hätten mich wohl daran arbeiten lassen, um mich dann darunter zu begraben, wie so viele meiner Brüder. Aber Monkey griff die Karawane an, die uns transportierte. Er hatte eine Rechnung mit den Sklavenhändlern offen. So kam ich zur Schwarzen Hand. Als die Verordnung über die Orks kam, wurden wir zu Gejagten. Aber Monkey wollte, dass ich bleibe. Mein Wissen über das Schmieden macht mich unersetzlich. Meine Schmiedekunst hat uns in vielen Situationen den Hals gerettet. Was ist das? Orkisches Handwerk? Nimm's nicht persönlich, aber diese Geheimnisse sind der Unterschied zwischen den Stämmen. Ich kenne dich nicht gut genug, um es dir zu erzählen. Hast du Kampf gesagt? Die Schwarze Hand hat eine Tradition. Den Wettkampf. Wenn du einen von uns schlägst, muss er dir etwas Wertvolles geben, das dem Kampf entspricht. Du wirst mich wohl in Stücke hauen, aber Tradition ist Tradition. Das wird einfach. Ah!
Du musst dich nicht zurückhalten. Ich bin alt, aber noch fit. In Wettbewerben gibt es kein Erbarmen. Los, nun weißt du wie. Gib beim nächsten Mal alles. Sag mir, wenn du es erneut versuchen willst. Du brauchst mich? Hallo. Du bist also der Blutkiefer. So ist es. Was hat dich hergeführt? Wen hast du erschlagen? Bleib ruhig, es ist nicht die Zeit. Lass es, Arkay.